herzlich willkommen im Nachtcafé. Liebe Zuschauer, hallo. Die Erinnerungen prägen unser Leben, die Vergangenheit prägen unser Leben. Dankeschön, das wissen wir alle. Oft sind es frühe oder einschneidende Erinnerungen. Danke. Aber was, wenn wir uns an wichtige Erlebnisse gar nicht mehr erinnern? Und können wir unserem Gedächtnis überhaupt vertrauen? Die Macht der Erinnerung, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Stefan Arzberger. Hallo im Nachtcafé. Sie saßen bis vor kurzem noch unfreiwillig in New York fest. 16 Monate lang durften Sie nicht ausreisen. Der Vorwurf: versuchter Mord. Allerdings können Sie sich bis heute nicht an die verhängnisvolle Nacht erinnern. Nochmal herzlich willkommen im Nachtcafé, Stefan Arzberger. Sie, Ille Ochs, haben jahrelang an Albträumen und Panikattacken gelitten. Erst nach und nach konnten Sie die verschütteten Erinnerungen an den sexuellen Missbrauch wie Mosaiksteine zusammensetzen. Eine seltsame Begegnung mit Ihrem Vater hat schließlich die entsetzliche Gewissheit gebracht. Schön, dass Sie heute bei uns sind hier im Nachtcafé. Nochmal herzlich willkommen, Ille Ochs. Auch Sie, Jens Orback, mussten sich aufgrund massiver Angstzustände mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Allerdings nicht mit Ihrer eigenen, sondern mit den traumatischen Kriegserinnerungen Ihrer Mutter, die sich auf Sie übertragen haben. Aus Schweden heute zu uns ins Nachtcafé gekommen, Jens Orback. Außerdem bei uns die Journalistin Wiebke Bruns. An den Bombenhagel auf ihrer Heimatstadt im Zweiten Weltkrieg können Sie sich noch gut erinnern. Aber welche Rolle spielte Ihre Familie, insbesondere Ihr Vater, im Nazi-Deutschland? Und wie viel aus dieser Zeit lastet immer noch auf uns? Diesen Fragen sind Sie nachgegangen. Herzlich willkommen, Wiebke Bruns. Welche Macht haben Erinnerungen über uns, Professor Dr. Karl Eduard Scheidt? Wie können wir traumatische Erlebnisse verarbeiten und lassen sich Erinnerungen, die nur bruchstückhaft vorhanden sind, wieder rekonstruieren? Das fragen wir den Experten. Karl Eduard Scheidt, herzlich willkommen. Und Sie, Bodo Jansen, wurden von Kidnappern entführt, waren eine Woche lang in Gefangenschaft und sollten mehrfach hingerichtet werden. Erst in letzter Minute wurden Sie befreit. Wie sehr prägt diese Erfahrung Ihr Leben? Herzlich willkommen im Nachtcafé, Bodo Jansen. Ja, Herr Jansen, diese Entführung zu erleben, wir haben gehört, die Androhung wirklich des Mordes. Wie sehr hat die Ihr Leben geprägt, diese Erinnerung? Sehr. Im Nachhinein betrachtet konnte ich für mich erfahren, dass dadurch, dass die Menschen mir mein Leben nehmen wollten, sie mir mein tatsächliches Leben geschenkt haben. Also ich, damals, klar, war eine sehr grausame Erfahrung. Aber im Nachhinein betrachtet bin ich sehr dankbar für die Erfahrung. Und selbst jetzt im Mai hat sich einer meiner ehemaligen Entführer bei mir gemeldet über die sozialen Netzwerke. Er wollte sich dafür entschuldigen. Es war auch der, der die Scheinhinrichtungen eben vollzogen hat. Und ich habe keinen Gram. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Sie waren damals 24, heute sind Sie 42. Das ist 18 Jahre her. Und wir blenden noch mal zurück in diese Zeit und sehen noch mal einen Beitrag aus der Tagesschau vom 14. Juni 1998. Denn die Entführung war damals ein nationales Ereignis. Ende eines Geiseldramas. Hamburg, Univiertel gegen Mittag. Festnahme eines Tatverdächtigen. Ein zweiter wird gleich darauf abgeführt. Kurz zuvor hatte die Polizei das Versteck der Entführer gestürmt. Eine Wohnung, in die damals ein Bekannter das Opfer gelockt hatte. Nach dem glücklichen Ende dann doch ein paar Worte für die Presse. Der erschöpfte Sohn gab sich noch wortkarg, der Vater zog Bilanz. Meine Frau und ich sind unbeschreiblich glücklich, dankbar und erleichtert, dass wir nach einer Woche großer Angst und Ungewissheit unseren Sohn gesund und unversehrt in unsere Arme schließen konnten.
Ja, schön, dass Sie jetzt hier sind. Kann man nur wirklich sagen, von uns allen hier nochmal. Wie haben Sie das damals erlebt? Wie ist diese Entführung damals im Sommer 1998 abgelaufen? Ja, also einiges ist ja gerade schon in dem Bericht deutlich geworden. Ich wurde von einem vermeintlichen Freund in den Hinterhalt gelockt und in eine Wohnung gelockt und dort dann überwältigt. Und ich wusste erst überhaupt gar nicht, worum es geht, was überhaupt anstand. Wurde überwältigt und nach wurde mir bewusst, ja, du bist jetzt hier entführt worden und es ging um Lösegeld, 10 Millionen Mark damals, ja, das hatte ich dann im Laufe der Zeit herausgefunden. Und die Zeit an sich war geprägt durch, ja, erstmal eine große Unsicherheit, die ich auch gespürt habe, gemerkt habe körperlich, das war schon sehr unangenehm und die Entführer haben sich als Mittel der Wahl, mich ruhig zu stellen, mich einzuschüchtern, eben überlegt, dass es gut sein könnte, mich ja Schein hinzurichten. Und das erfolgte dann nahezu täglich. Gab es dann die Situation, dass ja, mir gesagt wurde, jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich entweder Tabletten zugeworfen bekommen, die ich nehmen musste, weil man mittlerweile ja mir wohlgesonnen war und gesagt hat, dann schläfst du ein und den Rest machen wir, wenn du schläfst, oder halt die Pistole am Hinterkopf, dass ich jetzt bei sterben werde. Also es war, Sie beschreiben ja das ja jetzt, ich will nicht sagen abgeklärt, aber wie haben Sie das damals erlebt? War das, hatten Sie Panik? Hatten Sie einfach schiere Angst? War das noch ein anderer Zustand, den wir uns nicht vorstellen können? Also es war auf jeden Fall, ich glaube, schon so eine Art Panik auch im ersten Moment. Nur in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass ich in einer wirklich aussichtslosen Situation bin und ich den Tod, in dessen Angesicht ich stand, für mich angenommen habe, da entstand eine ganz große Leichtigkeit auch. Also ich war in einer Situation, dass ich sehe mich dort heute noch sitzen, dass ich dort kniend. Und dann das Erste, was mir durch den Kopf ging mit der Pistole im Hinterkopf, war, Mist, du darfst jetzt nicht sterben, du musst zur Vorlesung. Das Nächste, nachdem ich hinter der Vorlesung einen Haken gemacht habe, kam der nächste Gedanke, du darfst jetzt nicht sterben, weil du hast noch so schöne Sachen, dein Auto, deine Wohnung, was ich mir verdient hatte, das willst du alles noch erleben, du darfst jetzt nicht sterben. Es ist so ein bisschen so wie im Auge eines Hurrikans, in dem es ja dann ganz ruhig ist. Also das war um sie herum, es war eigentlich Panik, aber auf einmal war diese Ruhe da. Ja, ich glaube, dass es gar nicht so sehr bei den ersten Scheinhinrichtungen war, das war eine ganz große Verunsicherung, aber irgendwo hat sich dann auch so eine Gewohnheit eingestellt, das klingt ganz komisch. Gab es sowas wie Alltag da? Ja. Ja? Einen Alltag gab es. Wie sahen die Tage aus? Die Tage sahen aus, ich war fixiert auf dem Bett und es gab immer was zu essen, regelmäßig was zu essen. Der Alltag war geprägt durch die Fußball-WM. Es stand dort ein 98. Fernseher, 98, stand dort ein Fernseher und ich habe immer mir gewünscht, dass die Spiele nicht zu Ende gehen, weil ich etwas hatte, auf das ich mich konzentrieren konnte. Ja, und dann gab es eben diese Situationen, die schon dramatisch auch waren, egal, wenn ich jetzt zur Toilette gegangen bin, dass ich immer unter vorgehaltener Waffe das gemacht habe oder in diese Situation dann waren, dass die Entführer gesagt haben, so, wir brauchen jetzt einen Körperteil von dir und ich sollte mir überlegen, was ich abschneiden soll und hatte mich dann auch entschieden, den kleinen Finger zu nehmen, dazu kam es nicht und dann diese Scheinhinrichtung. Also es war einerseits, hat sich so eine Gewohnheit eingestellt, so ein Alltag eingestellt, der immer wieder unterbrochen. Konnten Sie schlafen? Ja, interessant war das, dass ich schlafen konnte. Und das war auch das, was die Polizeibeamten mich gefragt haben. Wie ist es möglich, Todesangst zu haben und dennoch zu schlafen? Und ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass ich dann irgendwann in so einem Zustand war, wo ja, ich einfach die Situation für mich so angenommen habe. Hat sich denn eine Beziehung zwischen Ihnen und den Entführern aufgebaut? Ich meine, das hört man ja immer wieder, also die spektakulären Entführungen, dass sie alle irgendwie dann... Die Stockholm-Syndrom. Ja, Stockholm-Syndrom. Genau, das Stockholm-Syndrom. Sagt der Schwede. Genau. Ja, ja, das hat sich aufgebaut, nicht sofort, klar, aber also allein die letzte Scheinhinrichtung war irgendwie so ein Zeichen dafür, weil dort hat man mir eben Tabletten hingeworfen und hat gesagt, so Bodo, wir kennen uns jetzt, es ist jetzt Zeit, du wirst jetzt sterben und wir wollen dir das nicht so schlecht machen, so dramatisch machen, nimm die Tabletten, dann schläfst du ein und den Rest machen wir dann in der Badewanne. Und die Tabletten habe ich auch genommen und ich war irgendwo zwischen den Welten. Ich wusste nicht, ob ich jetzt noch lebe oder sterbe, weil ich gar nicht richtig am Schlafen war. Also, aber irgendwie hat sich dort schon eine Beziehung aufgebaut und interessant war, kurz bevor die Polizei dann auch die Wohnung gestürmt hat,
haben die Entführer etwas gemacht, was nicht gut war? Sie haben nämlich ihre Masken abgenommen. Und ich sollte ja auch diese Entführung nicht überleben. Das stellte sich im Nachhinein heraus. Und interessanterweise habe ich das nicht als Bedrohung wahrgenommen. Ich habe die einfach gesehen und sie waren mir, obwohl ich sie vorher nicht gesehen habe, in irgendeiner Form vertraut. Es war schon eine Verbindung da. Ja. Wir reden ja auch über die Macht der Erinnerung. Wie klar sehen Sie das vor sich? Sehen Sie jetzt immer noch genau das Zimmer? Ja. Wie viele Türen? Eine Tür. Also eine Tür, die nach außen ging, in den Flur, und eine Tür, die ins Badezimmer ging. Also das ist eine ganz klare Erinnerung, all das, was da abgelaufen ist, die sich wirklich so eingebrannt hat. Wie hat es sich denn dann zugespitzt? Sie haben schon gesagt, auf einmal haben Sie die Masken abgenommen. Wie wurden Sie denn dann befreit? Ja, so wie sich das der Bürger wahrscheinlich im Fernsehen vorstellt. Es knallte einmal kräftig an der Tür und hinein kam dann das Sondereinsatzkommando, schwer bewaffnet, und haben dann erst einmal alle fixiert, weil sie ja gar nicht ausmachen konnten, wer ist jetzt wer. Und auch ich wurde fixiert mit Kabelbindern, genauso wie die Entführer auch. Und nachdem dann ein bisschen Klarheit eingetreten ist, wurde dann geschaut, ja, wen haben wir denn jetzt? Und dann wurde ich dann eben identifiziert und auch ausgeführt. Wie war das, als Sie Ihre Eltern dann wiedergesehen haben? Ich habe sie nicht gleich wieder gesehen. Ich habe ja erst noch ein sehr langes Verhör auch über mich ergehen lassen müssen, damit die Beamten auch Klarheit bekamen. Und das war ein ganz tolles Gefühl, meine Eltern wiederzusehen. Aber was noch viel toller war, ich glaube, ich konnte das in dem ersten Moment noch gar nicht so realisieren. Erst als alles vorüber war und wir sind dann mit Sonderrechten vom Präsidium zum Flugplatz geflogen, weil wir zurück nach Emden fliegen wollten. Mein Vater ist geflogen. Und in dem Moment, wo die Türen vom Flieger zugingen und ich alleine im Flieger saß, mein Vater vorne mit Co-Pilot und meine Mutter, da fiel das plötzlich ab. Das war ein ganz... ganz starkes Gefühl, eine ganz starke Emotion. Da kam dann der Satz so in meinem Kopf hoch, jetzt bringt Papa mich nach Hause. Jetzt ist es so, Sie haben das erlebt. Ich glaube, wir alle können nicht wirklich nachvollziehen, was das heißt. So zwischen dieser extremen Bedrohung, gleichzeitig Alltag. Jetzt haben Sie gesagt, es war das Gefühl, Papa bringt mich nach Hause. Waren Sie denn gleich wieder im Alltag zu Hause nach so einer Erinnerung, nach so einem Erlebnis? Nein, auch in der Reflexion ist interessanterweise die Zeit unmittelbar nach der Entführung eher in so einem Nebel. Ich habe eine Therapie gemacht, ein EMDR-Verfahren mit dem Professor Besser, der dann schon das auch geschafft hat, ein paar Frozen Pictures aufzulösen. Das heißt, er wollte vermeiden, dass irgendwelche Schlüsselreize, irgendwelche Reaktionen wieder in mir hervorrufen. Hatten Sie das denn? Hatten Sie Gerüche, Geräusche, wenn Sie die wahrgenommen haben, dass Sie das dann erinnert hat in der Zeit danach? Ja, in dem Moment war mir das noch nicht so bewusst. Ja. Es gab einen prägnanten Geruch. In dem Haus muss irgendwie ein Kater gewesen sein, der dort sein Gebiet markiert hat. Und das war schon, habe ich heute noch, dass wenn ich irgendwie so einen Kater rieche, dann erinnert mich das schon noch an die Zeit. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe dann im Rahmen dieser Therapie, dieser Sitzung, tatsächlich die Situation nicht nur in der Erinnerung noch mal erlebt, sondern auch körperlich. Also es gab starke körperliche Reaktionen, die ich dort noch mal erlebt habe. Und das auch im Angesicht der Familie. Die ganze Familie hat sich ein Stück weit auch therapieren lassen. Denn ich glaube ganz einfach, dass es... Für die ist es auch hart gewesen. Ich glaube, für meine Eltern war es noch viel schlimmer. Ich wusste ja irgendwo, woran ich bin. Ich wusste, ich stehe im Angesicht des Todes. Ich konnte mich dann damit abfinden zu sterben. Aber meine Eltern waren in der Ungewissheit. Und ich glaube, dass das noch viel schlimmer für die Eltern ist, nicht zu wissen, wie es ihrem Sohn geht in dem Moment. Und ich glaube, dass es für sie auch ganz wichtig war, eben sich dort so einer Therapie auch zu unterziehen. Und das war für alle Beteiligten sehr, sehr wichtig und hat auch eine sehr starke Verbundenheit mit sich gebracht. Ja. Konnten Sie alleine sein oder ging es dann los, das Kopfkino? Nein, ich habe es gar nicht versucht, alleine zu sein. Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll war letztendlich das probate Mittel, um mich zu flüchten, ohne mir vielleicht bewusst zu sein, dass ich mich überhaupt flüchte. Dieses Alleinesein, und das war mir eben bewusst in der Klosterzeit auch, was ich als Kind sehr, sehr geliebt habe, alleine zu sein, meine Welten aufzubauen im Kinderzimmer, das war nicht mehr möglich.
Und das war eine ganze Zeit, war das nicht mehr möglich, bis ich dann ja, meine Frau kennengelernt habe. Ich glaube, da fing das so langsam an, dass sie mich rausgeholt hat aus diesem zum Teil auch sehr selbstzerstörerischen Weg, den ich eingeschlagen bin. Also ich war immer ein Typ der Extreme, der versucht hat, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, Sport zu machen, ganz extrem. Ich habe damals unglaublich viel Sport gemacht. Ich glaube, ich habe einfach versucht, der Realität irgendwie mich zu distanzieren, dadurch, dass ich mich geflüchtet habe in ganz viele Aktivitäten. Und durch meine Frau, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ja, da ist jetzt jemand, der nimmt dich so, wie du bist, also nach der Entführung. Bei meinen Eltern war es früher ganz anders, ganz tolle Beziehung. Da kommst du jetzt nach Hause. Und das war so ein erster Schritt wieder in Richtung, mit beiden Füßen auf den Boden zu stehen. Wieder nach Hause. So eine Erfahrung, das ist natürlich eine Kraft, die in dieser Erinnerung steckt. Wie mächtig sind Erinnerungen? Na, ich möchte vorab vielleicht mal sagen, dass ich sehr beeindruckt bin, dass sich hier Menschen versammelt haben, und das ist ja aus Ihrem Bericht jetzt auch gerade deutlich geworden, die bereit und in der Lage sind, auch den Mut aufbringen, über solche eingreifenden Erfahrungen so offen zu sprechen. Denn wir wissen ja aus den Therapien von Patienten, die Traumata erlebt haben, dass das sehr, sehr schwierig ist und oft auch ein ganz schmerzhafter Prozess, sich dem überhaupt wieder anzunähern. Also das sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um darüber dann gemeinsam nachzudenken, das ist schon eine Leistung, die auch Anerkennung verdient, finde ich. Das andere ist, dass, was ich sehr interessant finde an Ihrer Schilderung, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass das, was Ihnen geholfen hat, diese massive, existenzbedrohende, traumatische Situation zu überstehen, ist wohl gewesen, dass Sie ständig noch in einem inneren Dialog bleiben konnten. Das heißt, da ist kein Verstummen eingetreten, sondern Sie haben wie mit sich selbst gesprochen. Das haben Sie uns ja jetzt auch gerade noch mal erzählt, was so an Gedanken, was Sie dazu sich gesagt haben, wie Sie das, und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist für das Überleben von traumatischen Situationen, dass es nicht zu einem inneren Verstummen kommt. Wir sehen ja häufig, dass Menschen, die Traumatisierungen erlebt haben, äußerlich verstummen, mit anderen Menschen ihre Erfahrungen nicht mehr teilen können. Das ist offensichtlich bei Ihnen auch nicht so gewesen. Sie haben uns jetzt eine sehr anschauliche und plastische Schilderung geben können, dessen, was Sie dort erfahren haben. Auch etwas, was sicher nicht vom Himmel gefallen ist, sondern was Sie sich erarbeitet haben im Laufe vieler Jahre, indem Sie sich auch eben mit diesen Erfahrungen auseinandergesetzt haben. Aber das sehen wir eben auch sehr häufig bei Traumaopfern, dass sie zunächst mal gar keine vollständige Erinnerung an das haben, was passiert ist, sondern dass das wie zersplitterte Fragmente von Erinnerungen in der Seele sozusagen herumliegt und erst nach und nach wieder zusammengefügt werden muss, in eine Erzählung sozusagen überführt werden muss. Häufig eben, glaube ich, durch die Unterstützung anderer Menschen, mit zu denen vertrauensvolle Beziehungen besteht, die mit dazu beitragen, dass das wieder sozusagen zusammengebracht werden kann. Wir reden heute ja über die Macht der Erinnerung. Sind Sie, Frau Bruns, jemand, der sehr im Heute lebt, oder denken Sie auch schon öfter mal an Erinnerungen und an Vergangenes? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich denke an heute und an das, was vor mir liegt. Und das ist immer so gewesen. Ich weiß nicht, ob das einen Grund hat, in dem, dass die Erinnerungen nicht so toll waren. Kann natürlich sein, und dass ich mich dem entzogen habe. Aber wenn ich so darüber nachdenke, was meine Gedankenwelt bestimmt, dann ist es immer der Blick nach vorne. Immer noch. Dieses Hier und dieser Blick nach vorne. Sie, Frau Ochs, sind heute der Überzeugung, dass Sie in der Kindheit von Ihrem Vater sexuell missbraucht wurden. Das war aber ein Weg hin zu dieser Überzeugung. Wenn Sie sich diesen Weg anschauen, würden Sie sagen, es ist auch ein Geschenk, zu sagen, ich lebe hier und gucke nach das vorne? Das ist ein Geschenk, natürlich. Ja. Klar. So meinen Sie mich jetzt? Ja, 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 auf jeden Fall ist das ein Geschenk. Aber es ist eben, es liegt eine Aufarbeitung hinter mir. Und es war eigentlich, ich war eigentlich erst wirklich fähig in dem Moment, wo ich das für mich entdeckte. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht und ich es auch mir eingestanden habe. Da war für mich erst die Möglichkeit, nach vorne zu schauen. Fangen wir mal vorne an. Ja. Wie haben Sie denn Ihr Elternhaus erlebt? Wie würden Sie das beschreiben? Einerseits war es ein ganz fantastisches Elternhaus. Als Kind war ich überzeugt, die besten Eltern zu haben.
Ich bin viertes Kind, bin eigentlich sechstes Kind, die ersten zwei sind gestorben. Und es war in den 50er Jahren, wir lebten in einem Gemeindehaus, einer kleinen Freikirche. Von daher bin ich auch pietistisch aufgewachsen. Wir hatten keine abgeschlossene Wohnung, wir hatten viele Nachbarn, es kam ständig Besuch, es ging eigentlich immer rein und raus, es kamen Leute nach Gottesdiensten und nach anderen Gemeindeveranstaltungen. Also es war sehr offen. Es war sehr offen. Also einerseits auch eine heile Welt. Habe ich so empfunden als heile Welt. Und es war eben sehr viel Nähe da. Auch zu Ihrem Vater, wie haben Sie Ihren Vater erlebt als Kind? Es war ambivalent. Mhm. Also ich habe einerseits meinen Vater bewundert und auch sehr geliebt. Und ich war auch Papis Mädchen sozusagen. Er liebte mich auch, das wusste ich. Und bewundert hört sich so ein bisschen an, sogar vielleicht auf so einen Sockel? Ja, klar. Okay. Er stand auch auf einem Sockel. Und er stand auch nicht nur bei mir auf einem Sockel, sondern er war allgemein sehr beliebt. Er war auch so ein bunter Paradiesvogel. Er war sehr kontaktfreudig. Und gleichzeitig habe ich auch immer ein bisschen Angst gespürt und manchmal habe ich auch Ekel empfunden. Sie waren schon deutlich älter. Da kam heraus, dass Ihr Vater bei einer Ferienfreizeit Kinder sexuell missbraucht hat. Mhm. War das ein Schock erstmal für Sie, der da eingeschlagen ist, für Sie und die Familie? Also für die Familie auf jeden Fall. Für mich war es einerseits auch ein Schock, aber andererseits habe ich den Gedanken gar nicht wirklich zugelassen. Also damals, als das herauskam, war ich schon in der Ausbildung, da wurde ich Krankenschwester und war ich 20. Und mein Vater hat mir das dann sogar selbst gesagt, weil ich einfach spürte, irgendwas stimmt da nicht. Die Familie redete drüber, aber ich war immer die Jüngste und ich wurde immer ein bisschen geschont. Mit mir hat man nicht so gesprochen darüber. Und dann hat mein Vater mir das selber gesagt und wie ich damals reagiert habe, war, dass ich ihm sagte, aber ich mache doch auch so viel falsch. Okay. So, also ich wollte das Bild dieses Vaters nicht zerstören. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ganz genau. Mhm. Und würden Sie, also haben Sie auch nicht eine Sekunde daran gedacht, Mensch, jetzt weiß ich, er hat da Kinder sexuell missbraucht. Hat er das mal mit mir gemacht? War das keine Sekunde da? Also das war für mich undenkbar. Er stand eben, wie gesagt, auf einem Sockel. Sockel, heile Welt. Heile Familie, Welt, Sockel. Das hält uns. Genau, auch ein moralischer Anspruch. Mhm. Und ich habe immer gedacht, der liebt mich doch. Und der würde doch niemals mir so etwas antun. Und ich habe auch gedacht, dass so mit diesen Kindern, was da passiert war, das war schlimm. Aber ich habe gedacht, das war ein Ausrutscher. Sie haben dann geheiratet. Wie haben Sie denn gemerkt, dass da weiter etwas Verstörendes irgendwie in Ihnen arbeitet? Natürlich auch in der Beziehung zu meinem Mann. Okay. Da spürten wir sehr schnell, irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte auch furchtbare Angst vor Nähe. Eigentlich einerseits sehnte ich mich nach Nähe, andererseits hatte ich immer Angst davor. Das, was Sie schon als Mädchen hatten, so sich in der Rolle auch sehr, sich so wohlzufühlen, eins mit der zu sein. Ja. Das war jetzt auch als Frau so. Das war auch als Frau genau das Gleiche. Und es war auch so dieses Also ich im Nachhinein denke ich, ich war in meiner Identität so tief verunsichert, das hat sich auch in allem bemerkbar gemacht. Also in meiner Ehe natürlich, aber auch vorher in Schule und Ausbildung. Ich bin sehr oft abgehauen, immer wenn es schwierig wurde. Ich war also immer die mit den fliegenden Schuhsohlen. Ich bin dann abgehauen, bin geflüchtet, habe wahnsinnige Angst vor Herausforderungen gehabt und habe mich auch nie auf Augenhöhe gefühlt, auch als Erwachsene nicht, also mit Menschen. Die waren entweder ganz oben oder ich war jemand, der mich ihnen zugewandt hat, weil sie unten waren und das gab mir dann Sicherheit. Nie so richtig partnerschaftlich, wenn man so will. Das habe ich nicht. Es wurde dann ja auch schlimmer. Sie sind zum Arzt gegangen, dann gab es eine Diagnose Depression. Sie waren in der Kur, die tat auch ganz gut. Dann haben sie eine Psychoanalyse gemacht. Das hat nicht so richtig hingehauen, aus unterschiedlichen Gründen. Und irgendwann war Ihr Vater dann dement. Mhm. Und in dieser Zeit haben Sie plötzlich den Schlüssel gefunden oder sind der Ursache auf die Spur gekommen, warum es Ihnen so ging. Wie hat sich das entwickelt in dieser Zeit, als Ihr Vater dement wurde? Ja, das war interessant, dass in der Demenz meines Vaters so einiges hochkam. Mhm. Also dass ich immer, nicht nur ich, auch meine Geschwister, wir hatten den Eindruck,
er leidet unter etwas. Er fühlt sich irgendwie schuldig. Bei meinem Vater war es immer schon so, dass er sich sehr oft entschuldigt hat, auch bei uns Kindern. Das haben wir ihm immer ganz hoch angerechnet. Aber gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, er entschuldigt sich so oft für irgendwelche lapidaren Angelegenheiten. Und das war manchmal, also in der Demenz kam das raus, dass er was Größeres dahinter war. Dass er, also ich denke, er war pädophil. Er hatte dann auch eine Stoffpuppe in der Klinik oder in dem Heim, in dem er dort war. Mhm. Was war das für eine Stoffpuppe? Das war eine Stoffpuppe, die schon bei meinen Eltern immer so auf der Couch gesessen hatte. Und plötzlich ging er mit dieser Puppe spazieren und stellte sie allen möglichen Leuten da in diesem Seniorenheim vor. Und dann habe ich ihn eines Tages besucht. Und da hatte er diese Stoffpuppe mit in seinem Bett. Und er stand dann auf und gab mir diese Stoffpuppe in den Arm. Und ich habe mich furchtbar geekelt vor dieser Puppe. Also das war in dem Moment ein ganz furchtbares Gefühl. Und dann ging er ins Bad und da habe ich richtig gemerkt, ich habe gedacht, ich möchte das unbedingt wissen. Hat das was mit mir zu tun? Hat er tatsächlich mich auch sexuell missbraucht? Und habe dann so wirklich innerlich gefragt und auch gebetet, weil das war für mich dann auch irgendwie, ich wollte es einfach wissen. Und in dem Moment kam er dann aus dem Bad raus und setzte sich wieder zu mir. Da nahm er wieder diese Puppe und dann sagte er, das ist die kleine Ille und die sieht genauso aus wie du. Und als er sie dann so in den Arm nahm, da habe ich es wirklich gespürt. Ja, das war so, es war so. Er hat sie missbraucht, das war Ihnen dann klar. Ja. Wenn der Vater vorher auf dem Sockel stand, wenn das Zuhause für heile Welt und für alle Werte und Moral stand und Sie wissen jetzt plötzlich, weil da so eine befleckte Stoffpuppe da ist und Sie die Verbindung zu sich herstellen, dass er hat mich sexuell missbraucht, haben Sie das mit in Ihre Träume genommen? Was hat das denn in Ihnen auch angerichtet erst einmal oder losgetreten? Ja, klar. Also ich habe aber auch vorher schon geträumt. Also ich hatte viele Messerträume. Dass ich mit dem Messer träume, dass ich mit dem Messer durchgesägt werde und solche, also richtige schlimme Albträume hatte ich auch vorher schon. Aber dann hatte ich auch konkrete Träume und trotzdem muss ich sagen, es war für mich ein Befreiungsschlag, wirklich. Das zuzugeben, dahin zu kommen, es war so. Ich habe gedacht, dann wird mir komplett der Boden unter den Füßen weggerissen. Denn dann habe ich keinen Vater mehr, sozusagen. Er steht zumindest nicht mehr auf einem Sockel. Aber es war eigentlich für mich eine Befreiung. Haben Sie denn auch versucht, wie gesagt, wir reden ja heute auch über Erinnerungen. Mhm. Jetzt, wo Sie es wussten, wo Sie die innere Gewissheit hatten, nach diesen Bildern zu forschen, gibt es da irgendwelche verschütteten Erinnerungen in mir? Haben Sie versucht, sowas hochzuholen nochmal? Oder haben Sie sich gar nicht daran getastet? Nein, das wollte ich nicht unbedingt. Mhm. Wollte ich nicht. Also wenn, für mich war es so, wenn sie hochkommen, ist okay. Mhm. Aber es muss nicht sein. Ich muss es nicht genau wissen, wie und was da passiert ist. Für mich war es was wichtig zu sagen, ja, es ist passiert. Glauben Sie auch, dass Sie vielleicht ein paar Bilder einfach abgespalten haben? Also was man ja öfter hört, dass die einfach gar nicht mehr so da sind? Das denke ich mit Sicherheit, ja. Wie funktioniert das mit dem Abspalten? Und dann Herr Orbach? Ja? Naja, das Dramatische, muss man sagen, bei dem kindlichen sexuellen Missbrauch ist ja, dass es in einer Entwicklungsphase geschieht häufig, wo sowohl die kognitiven Funktionen noch nicht voll entwickelt sind, wo die seelischen Bewältigungsanpassungsreaktionen noch nicht so weit entwickelt sind wie bei erwachsenen Menschen und wo eine Abhängigkeitssituation besteht. Kinder sind von ihren Eltern abhängig. Sie können deswegen nur unter großen Gefahren, inneren Gefahren riskieren, die Zuverlässigkeit dieser Schutzfiguren, Schutzpersonen in Frage zu stellen. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb das, was Sie jetzt ganz klar beschreiben als Täter-Opfer-Struktur, als Handlungsstruktur von Täter- und Opferbeziehung, im Kindesalter so meistens gar nicht gedacht werden kann. In welchem Alter setzt denn Erinnerung ein? Ich meine, das kann bei Ihnen ja auch sehr früh gewesen sein, oder? Gehen Sie auch davon aus, dass das sehr früh in der Kindheit passiert ist? Davon gehe ich aus, ja. Ab wann erinnern wir uns überhaupt?
Erinnerungen strukturieren sich im Lauf der Entwicklung und man kann vielleicht sagen, dass man etwas vollständigere Sequenzen von Beziehungsepisoden so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr vielleicht erinnern kann. Vorher gibt es natürlich auch sozusagen Speicherungsprozesse im Gedächtnis, die aber eher sozusagen Sinneseindrücke enthalten, die noch nicht sozusagen diesen, auch dann die Verknüpfung von Erinnerungen mit Sprache passiert erst etwas später in der Entwicklung, ab dem zweiten, dritten Lebensjahr. Wenn man so eine Geschichte entdeckt, dann verändert ja man auch die Verhältnis zwischen deinen Geschwistern und deinen Eltern. Hm. War es so auch mit dir? War es ein Problem, dass du diese Geschichte da offen liegt und wie hat deine Geschwister dann reagiert? Ich hatte furchtbare Angst davor, das zu tun, dass ich als Nestbeschmutzerin gelte, wenn ich das mache. Aber meine Geschwister haben sehr, sehr offen reagiert und sie haben mich unterstützt. Und das war für mich auch nochmal eine Bestätigung. Also, dass es auch für sie nicht abwegig war. Ich habe immer gedacht, wenn ich das sage, die halten mich für bescheuert. Also, die werden mir sagen, das ist ganz unmöglich. Ja, also, da ist was passiert, aber doch nicht mit den eigenen Kindern. Und da war es für mich wirklich auch eine Bestätigung, dass meine Geschwister auch so das für möglich hielten und mich da auch unterstützt haben. Und darf ich vielleicht da noch mal fragen, hat sich Ihre Mutter denn zu dem Thema zu irgendeinem Zeitpunkt noch mal geäußert? Nein. Ihr Vater war ja dement. Haben Sie ihn noch mal, auch wenn er dement war, noch mal persönlich konfrontiert? Ja, das habe ich gemacht. An seinem 88. Geburtstag habe ich ihn besucht. Und obwohl er mich gar nicht mehr kannte, habe ich ihm das gesagt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihm vergebe. Das kam so aus mir heraus. Das war für mich in diesem Moment ein Loslassen. Also die Konfrontation, ihm das wirklich zu sagen und gleichzeitig dieses, ich lasse es jetzt los. Interessant war seine Reaktion. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob er irgendwas verstanden, mitbekommen hat. Das weiß man ja nie so genau, wie das wirklich ist. Aber er hat emotional reagiert. Mhm. Also er hat geweint und er hat meine Hand gedrückt. Und ich, das war verrückt, aber in diesem Moment spürte ich, also hatte ich unglaublich zärtliche Gefühle für ihn. Und für mich war so, hat dieser Moment auch wirklich einen Raum geöffnet, nochmal zu trauern für das, was da passiert ist und auch Wut raus. Also es kam hinterher noch ganz, ganz viel Wut auf ihn, auf Gott, auf alle Möglichen. Das kam hinterher auch alles noch raus. Diese Wut teilen Sie ja auch mit vielen, denn es hat ja nun in den letzten Jahren gerade viele Fälle gewesen, die an die Oberfläche gekommen sind, die vorher ja nun wirklich im Verborgenen waren und auch teilweise vertuscht wurden. Ja. Nehmen wir die Odenwaldschule, nehmen wir Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Wenn Sie sich noch mal in die hineinversetzen, die diese Verletzungen erleben, auch von vertrauten Menschen, die sexuell missbraucht werden und die dann nach außen gehen und gehört werden wollen und nicht gehört werden, was ja lange vorkam. Mhm. Was geht in denen vor? Das Alleinsein damit ist ganz furchtbar. Also weil man sich ja selbst in Frage stellt. Ich habe mich ja auch, wenn diese Gedanken kamen oder diese Gefühle kamen, dann habe ich mich ja gefragt, kann ich mir wirklich trauen? Und ich glaube, dass sich traumatisierte Menschen das auch oft fragen. Kann ich mir trauen? Kann ich meinen Gefühlen trauen? Und wenn, das ist ja das Schlimme auch bei Kindern, dass das immer so unter diesem Deckmantel oder unter dieser Verschwiegenheit, das ist unser Geheimnis, darüber darfst du nicht reden, zum Beispiel. Das habe ich auch erlebt mit meinem Onkel noch zusätzlich. Und das macht so, ja, es macht ohnmächtig, es macht hilflos und man fühlt sich so furchtbar allein. Welches Gefühl hat sich eingestellt bei Ihnen nach der Vergebung, nachdem die Wut und die Trauer raus war? Was für Gefühl ist dann entstanden? Also was war die Folge der Vergebung? Die Folge der Vergebung war zunächst mal eine Erleichterung. Also ich hatte das Empfinden, ich kann jetzt nach vorne schauen. Ich muss jetzt nicht mehr, ich habe das nicht mehr so hinten auf mir, die Last, und ich schleppe sie mit, sondern ich kann nach vorne schauen. Es hat mich auch aufgerichtet, ein Stück.
Und das hat mir, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, diesen Raum auch geöffnet, wirklich zu beweinen, was mir passiert ist. Und nicht nur mir, ja eben auch anderen Kindern. Und auch die Wut noch mal rauszulassen. Sie haben die Ohnmacht angesprochen, die in vielen ist. Ja. Und ich finde es toll, dass Sie, dadurch, dass Sie jetzt die Sprache gefunden haben, vielleicht auch anderen, es hat ja mit Vertrauen zu tun, das Vertrauen gegeben haben, auch damit rausgehen zu können, auch eine Sprache zu finden. Und das, dafür erstmal danke dafür, dass Sie diesen Raum geschaffen haben, hier jetzt auch heute, von uns allen. Sie haben... Zwei, drei Sätze dazu sagen, weil das ist so, es fühlt sich wie so eine Erinnerung an. Es ist, ich glaube, dass diese bedingungslose Offenheit, also wenn ich etwas angenommen habe, das ist so der erste Grad, ich nehme das erstmal an, und dann die Bereitschaft, darüber zu sprechen, vor allen Dingen über Dinge, die mich schwach erscheinen lassen. Also bedingungslos offen zu sein. Ich glaube, dass das gegenüber dem Umfeld total entwaffnend ist und für Vertrauen und Verbundenheit sorgt. Ja, und ich, das ist das, wo Sie das gerade angesprochen haben. Ich glaube, das ist etwas, wo Menschen wie Sie ja auch anderen Menschen Mut machen können, sich zu öffnen und zu sagen, das ist es, weil das ist so entwaffnend und schafft so viel Verbundenheit und Vertrauen. Da können ganz wenig Menschen trauen sich diesen Schritt, und das ist so bemerkenswert. Das ist auch das, was ich erlebe. Also, dass ich erlebe, dass sich Menschen sehr schnell öffnen, dass da so ein Boden, ein Vertrauensboden ist. Ja, was natürlich häufig auch, das ist, glaube ich, auch ein bisschen deutlich geworden aus Ihrer Schilderung, das ist, dass die Schwierigkeit der Auseinandersetzung auch darin besteht, dass sich die Betroffenen oft mitschuldig fühlen, dass so irrational das erscheint. Ist das bei dieser Art von Traumatisierung mit das Dramatische, dieses sich selbst verantwortlich machen, mitverantwortlich machen für das, was passiert ist. Und das ist natürlich, das führt auch oft zu selbstzerstörerischen Handlungen und zu großen Komplikationen, die dann in der Therapie auftauchen. Frau Bruns, Ihr Vater wurde hingerichtet im August 1944 als einer der Mitwisser des Stauffenberg-Attentats auf Hitler. Sie waren damals knapp 6 Jahre. Mhm. Wie präsent ist Ihre Erinnerung an Ihren Vater? Haben Sie überhaupt noch lebendige Erinnerungen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der war, ich bin 38 geboren und er war 39, 1. September im Krieg. Und es gibt zwar Fotos, wo er mich auf dem Arm hat, aber kannst du eine Pfeife rauchen. Also das ist Quatsch. Ich habe nicht die geringste Erinnerung an ihn. Das teilen Sie ja mit nun ganz vielen, mit Millionen Kindern Ihrer Generation. Mhm. Sie haben sich dann ja auch erstmal gar nicht so für Ihren Vater interessiert. Der war ja dann einfach nicht mehr da in Ihrem Leben. Das Interesse an der Auseinandersetzung kam später, dafür umso intensiver. Aber zunächst noch mal zu Ihren Ursprüngen und was aus diesen Ursprüngen geworden ist. Wiebke Bruns. 1971 die erste Nachrichtensprecherin in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Ende der 70er Jahre geht sie als Korrespondentin für den Stern nach Jerusalem. Später berichtet sie aus Washington. Über viele Jahre wird ihr eine Affäre mit Willy Brandt nachgesagt. Das stimmt nicht, sagt sie. Wahr ist allerdings, keinen anderen Journalisten lässt der Politiker so nah an sich heran. Einen anderen Mann in ihrem Leben hat sie nie richtig kennengelernt, ihren Vater. 1944 wird er als Hochverräter zum Tod verurteilt und hingerichtet. Als ihre Mutter in Schweden eine Stelle bekommt, zieht die Familie nach Stockholm. In Deutschland ist Wiebke Bruns ein Verräterkind, in Schweden ein Täterkind. Vielleicht wird auch deshalb für sie die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte so wichtig. Frau Bruns, die Macht der Erinnerung. Wann setzt Ihre Erinnerung überhaupt ein? Mit dem Großangriff auf Halberstadt am 8. April 1945. Das war genau wie Dresden. Die Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht worden und ich war in derselben, in der Stadt. Und alles, was davor ist, ist weg. Ich sag mal, verbrannt, verschüttet, was auch immer. Ist das wirklich so, dass dieser Schock dann wirklich alles, was davor war, weggewischt hat? Klar ist offenbar, das? Ja. Mhm.
Also ich kann mich an nichts erinnern, außer was ich in Dokumenten habe, in Briefen, in Tagebüchern, in sowas. Aber eine plastische, für mich greifbare Erinnerung vor dieser Zeit gibt es nicht. Nun könnte es ja eigentlich sein, Sie waren damals knapp 6, also an die Zeit zwischen 3 und 6 kann man sich ja oft erinnern. Haben Sie denn jemals ein Interesse gespürt, diese Erinnerung wachzurufen, hochzuholen? Ja, ja und nein. Also später, als ich es aufgeschrieben habe, haben natürlich ganz viele Gurus mir gesagt, pass mal auf, gib dich mal in unsere Hände und dann werden wir das schon wieder aufdecken. Das war mir aber dann doch suspekt. In der Zeit eigentlich nicht. Ich habe dann gelegentlich meine Mutter gefragt, wie das denn so war. Und wenn ich auf den Vater zu sprechen kam, fing sie an zu weinen. Und da ich sie sehr geliebt habe, habe ich es gelassen. Da bin ich übrigens nicht die Einzige, sondern es gibt eine ganze Reihe, wir sind ja die sogenannte schweigende Generation, ganze Reihe von Leuten, die dann sagen, also mit den Eltern, mit den Tätern, mit dem wer auch immer, da machen wir eine Grenze. Warum hat Ihre Elterngeneration nicht gesprochen mit Ihnen? Was glauben Sie? Warum war das die schweigende Generation auch? Na, was sollten die denn sagen? Was sollten die sagen? Sollen die sagen, wir sind zum SS-Essen gegangen, wo es irgendwelche Eintöpfe gab wie heißen die denn, Feldgeschirren? Sollten sie sagen, dass sie begeistert die Flaggen rausgehängt haben an Hitlers Geburtstag? Sollten sie sagen, dass sie natürlich alle mit Heil Hitler gegrüßt haben? Das sag mal einem 15-jährigen Mädchen. Die springt dir doch ins Gesicht. Also alle diese Generation meiner Eltern oder meiner Mutter, die haben die Klappe gehalten. Also eine Mauer des Schweigens eigentlich. Ja, und zwar einfach, weil bis auf wenige Ausnahmen, die Menschen nicht wirklich wussten, wie man das Halbwüchsigen erklären soll. Wieso soll man das? Ich habe in die letzte Szene in meinem Buch Meines Vaters Land ist genau die, dass ich eine schallende Ohrfeige kriegte und durch die Küche flog, weil ich gefragt hatte, wieso sagen alle Leute Negatives über Hitler? Das war unmittelbar nach dem Zusammenbruch, wie das damals hieß. Und wieso denn jetzt plötzlich? Und ich habe das nicht verstanden. Und meine älteste Schwester, glaube ich, war es, nicht meine Mutter, die mir diese Ohrfeige verpasst hat. Ich soll gefälligst die Klappe halten. Wie sehr haben Sie denn auch daran gehadert, dass Sie wussten ja, Ihr Vater war in der NSDAP, Ihre Mutter war dort. Das wusste ich damals noch nicht. Aber haben Sie später dann erfahren? Ja. Wie sehr haben Sie damit gehadert, mit dieser Tatsache? Nein, die waren einfach ein Teil der Zeit. Ja. Das war ganz klar. Mein Vater hätte die Firma nicht weiterführen können, wenn er nicht Mitglied der NSDAP gewesen wäre. Und meine Mutter war in der Reichsfrauenschaft oder wie immer das hieß. Und das war in so einer Stadt wie Halberstadt einfach nötig, eine Kleinstadt. Das war einfach nötig, um das um den Schein aufrecht. Wobei Schein stimmt ja nicht. Sie war, wenn ich die Kindertagebücher lese, die sie geschrieben hat, und die Begeisterung, die sie hatte für Hitler, und dann aber nach dem Krieg, als sie die Zeit nach dem Zusammenbruch beschreibt, da ist, und was für ein Elend, wie furchtbar ist es hier in Deutschland, und das alles nur, weil ein Mann nicht verlieren konnte. Ich sage, Moment mal, als ich das gelesen habe, wieso ein Mann? Millionen. Und du auch. Wann gab es denn den Impuls zu sagen, der Vater ist nicht mehr der, von dem ich nichts weiß, sondern ich will mehr über ihn wissen? Was war der Impuls? Als ich glaube, 72, 73 oder irgend sowas von einem Kollegen, die in Washington recherchiert hatte, diesen Film von den Volksgerichtshofprozessen in die Hand kriegte. Er brachte mir eine Kopie mit. Und da sehe ich ihn da stehen. Das ist nur eine kurze Sequenz, weil das waren Fragmente, aus denen dieser Film zusammengeschnitten worden war. Vorher habe ich mich da immer bedeckt gehalten. Also A, meiner Mutter wegen und B, überhaupt. Und ich verstehe nichts davon und ich will es eigentlich auch nicht wissen. Und dann habe ich ihn da stehen sehen vor Herrn Freisler und habe gesagt, nee, das geht aber so nicht. Jetzt muss ich mich wirklich um ihn kümmern.
Und das habe ich gemacht. Das ist mein Beruf, mich in solchen Fällen zu kümmern. Wenn man so will, recherchiert. Ja, ich habe unendliche Mengen von Material gehabt, weil diese Familie hatte eine, alle in dieser Familie hatten einen Schreibzwang. Es gab nichts, was sie nicht aufgeschrieben haben. Und das war für mich natürlich ein Geschenk. Es war wirklich ein Geschenk. Sie, Herr Orbach, wollten ja auch mehr über Ihre Mutter erfahren. Da kommen wir gleich noch in Ruhe drauf. Hatten Sie auch Briefe, anderes, um sich hineinzuversetzen in diese Zeit? Ja, ich hatte Geschwister, Nachbarn, Freunde. Und es war oft einfacher, ihr zu fragen als meine Mutter. Mhm. Wie unvoreingenommen waren Sie denn? Sie hatten all diese Briefe, Sie hatten all diese Dokumente. Wie sind Sie daran gegangen? Ja, das ist nun wirklich mein Beruf. Mhm. Das ist eine professionelle Herausforderung gewesen. Beim eigenen Vater konnten Sie diese professionelle journalistische mein Distanz Mein Vater war ein Mensch, den ich nicht kannte. Mhm. Ob der nun Vater war oder nicht, war mir ziemlich wurscht. Ich fand nur die Idee, dass er so völlig, also auf diesen Plaketten, die in den Häusern hängen, wer da alles gewohnt hat oder wer da wann, warum hingerichtet worden ist oder so. Da tauchte er auf, auch im Verteidigungsministerium und so. Überall hat man, aber ohne das, der wird nicht plastisch. Aber Sie haben ja dann Details recherchiert. Sie haben zum Beispiel rausgekriegt, Ihr Vater hat eine sehr akkurate Schrift. Ja, muss ich bloß gucken, ja. Ja, also Sie haben es gesehen, Sie haben auch gesehen und gesagt, er schreibt wie gedruckt, seine Worte sind immer gesetzt, Ihre Mutter ist ausschweifend. Haben Sie sich in diesem fremden Mann auch erkannt? Zunächst mal nicht, weil ich bin nicht so ordentlich. Aber später schon, im Laufe der Zeit schon, habe ich eine Menge Sachen entdeckt, die es auch, sagen wir mal, in meinem Charakter sind. Aber ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Ich habe nicht ein Buch über meinen Vater geschrieben. Über meines Vaters Land, über das seine Zeit. Das ist ein entscheidender Unterschied. Aber man erfährt viel über Ihren Vater, über Ihre Mutter und über die Zeit. Ja, absolut. Ich habe die Familie benutzt als Vehikel. Mhm. Um diese Zeit beschreiben zu können. Und ich meine, mein Vater ist 98 geboren. Ich fange ja viel früher an. Ich hatte irgendwann das Bedürfnis zu zeigen, welche Gradlinigkeit zu Hitler geführt hat über 100 oder 150 oder 200 Jahre. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Das ist ja keine Eintagsfliege gewesen. Ich habe dieses Buch noch mal gelesen und Ihnen gelingt es ja wirklich, diese Zeit greifbar zu machen, aber eben auch die Figuren Ihrer Familie greifbar zu machen. War auch, bei mir ist so ein Eindruck entstanden, war auch ein Teil der Motivation zu sagen, ich lasse da noch mal was lebendig werden, ich gebe da jemanden auch ein Leben. Ich wollte ihm sein Leben wiedergeben. Das ist eine Formulierung, die ich nur häufiger gebraucht habe, als dieses Buch dann erfolgreich wurde und ich oft nach der Motivation gefragt worden bin. Ja, ich wollte ihm sein Leben wiedergeben. Diese Plaketten aus KPM-Porzellan an irgendwelchen Häusern in Berlin haben mir nicht gereicht. Sie sprechen die journalistische Distanz an. Sie gehen mit ihm in allen Details durch dieses Leben. Und irgendwann landen Sie ja dann auch beim Ende. Mhm. War es so leicht für Sie als Tochter, sich diesem Ende zu stellen, in all seinen Tiefen, in all seinen... Nee, das war natürlich überhaupt nicht leicht. Der Schluss dieses Buches ist wirklich das Schwerste, was ich je in meinem Leben geschrieben habe. Wenn ich beschreibe und versuche, das irgendwie einzuordnen, nämlich er hat in einer fürchterlichen Zeit gelebt. Er war keine singuläre Erscheinung. Er war auch in seiner Wandlung keine singuläre Erscheinung, sondern er war ein Prototyp. Passportote, er stand wirklich für Millionen anderer. Sie schreiben über ihn auch und über sein Ende. Man muss sagen, Hitler wollte, dass die Mitwisser und die Attentäter aufgehängt werden wie Schlachtvieh. Mhm. Und Sie schreiben dort, ich will hinsehen, ich will dabei sein, wenn HG, also Ihr Vater, stirbt. 20 Minuten sind länger als die Hölle. Ich will ihm sagen, er ist nicht allein. Auch nach 60 Jahren nicht. Hier bin ich, die ihn begleitet hat durch sein ganzes Leben und ich lasse ihn nicht los. Ist da ein fremder Mann nicht doch wieder ein Stück zum Vater geworden? Ja. Das ja? Ja. Ja, ja, absolut. Also ich bin ihm ja durchaus näher gerückt in den
gerade in den letzten Phasen des Buches, da wurde er für mich eben eine emotionale Größe. Und dann setzen Sie das fort und sagen, ich wünsche mir, wir sind beim Thema Erinnerung, eine lebendige Erinnerung an dich. Und Sie adressieren ihn auch. Wie hast du gerochen und hat dein Bart schlimm gekratzt? Ich hätte gern die Chance gehabt, dich zu lieben. Diese lebendige Erinnerung, ist da auch ein bisschen Sehnsucht nach dem Vater zu spüren gewesen bei dieser lebendigen Erinnerung? Darüber habe ich häufig nachgedacht, ob ich eigentlich wirklich also ein Trauma habe in der Tatsache, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Aber ich habe immer schon gesagt, ich bin noch nicht alleine. Millionen Kinder sind ohne Vater aufgewachsen. In der Zeit. Mhm. Millionen Kinder haben ihren Vater verloren auf den Schlachtfeldern oder in den KZs oder sonst irgendwo. Also halte ich mal ein bisschen zurück. Aber natürlich ist das ein persönlicher Verlust, das ist ganz klar. Und ich muss dazu aber auch sagen, es ist dann nicht nur ein persönlicher Verlust gewesen für mich, sondern es war auch eine persönlich außerordentlich schwierige Erfahrung. Als meine Mutter in den diplomatischen Dienst ging nach Stockholm, also für die deutsche Vertretung dort, und ich dort in die Schule ging und dann plötzlich begreifen musste, dass eine ganze Reihe von Kindern, auf die ich mein Auge geworfen hatte, also es waren diejenigen, wo ich dachte, mit denen wäre ich gerne befreundet, und die haben sich geweigert, mit mir umzugehen. Und warum haben sie sich geweigert, mit mir umzugehen? Weil ihre Eltern gesagt hat, mit Deutschen nicht. Mhm. Und erst dann habe ich im Grunde erfahren, wofür dieses Deutsch steht. Und ich habe mir die Augen aus dem Kopf geweint, weil ich sagte, nee, also dazu gehöre ich aber nicht. Ich habe zu meiner armen Mutter, die zwar fließend Dänisch sprach, aber bestimmt nicht Schwedisch, wir haben nur noch Schwedisch geredet. Ich habe mich geweigert, Deutsch zu reden. Mhm. Ich wollte nichts, null damit zu tun haben. Ich war es einfach nicht, um dann allerdings tatsächlich noch mal zwei Erfahrungen zu erleben, wo wie ich keine Chance... Wie alt warst du dann? Wie alt? Zehn. Zehn. Mhm. Was Sie vielleicht nicht wissen, Herr Orbach hat eine deutsche Mutter in Pommern aufgewachsen, die dann einen Schweden kennengelernt hat und mit ihrer Familie dann auch weiter in Schweden gelebt hat. Wenn Sie das so beschreiben, Ihre Erfahrungen gerade in Schweden, wie war das denn für Sie? Haben Sie den Eindruck gehabt, in der Nachbarschaft, in der Umgebung, war Ihre Mutter die Deutsche oder war sie integriert? Sie möchte alles von Kindheit vergessen. Sie möchte Schweden sein und man hört nicht von sie, dass sie von Schweden kommt. Das ist ganz ungewöhnlich. Sie möchte Schwede bekommen. Mhm. Also ich habe auch Schwedisch besser gesprochen als Deutsch. Mhm. Aber damals war das so, dass ich mich schlicht geweigert habe. Und ich habe dann erst, das ist ja auch ein bisschen bezeichnend, tatsächlich erst in der Zeit, ja, 10, 11 war ich, begriffen, wofür Deutschsein steht. Mhm. Ich habe tatsächlich da erst wirklich verstanden, was die KZs waren und was der Russlandfeldzug war und was alle diese Geschichten, ich kannte das nicht. Oder wenn dann, also wirklich nur fragmentarisch. Und habe das also in der Verweigerung meiner schwedischen Schulkameraden mir mühsam angeeignet und habe gesagt, na gut, also ich bin es nicht, ich will es nicht. Und später haben Sie dann durch die Auseinandersetzung mit der Familie und Ihres Vaters Land ja auch noch mal zurückgeschaut. Hat Sie das auch noch mal... Ja, da war ich aber viel älter. Viel älter, ja, natürlich, das meine ich. Aber ja. Sie sind ja dann noch mal zurückgekehrt auch dazu. Hat Sie das auch noch mal verändert? Diese Beschäftigung, diese Auseinandersetzung? Also ich glaube schon, dass diese, es war ja eine Mörderarbeit, kann ich nur sagen. Ich habe 3 Jahre an dem Buch gearbeitet, 7 Tage in der Woche. Und war auch überhaupt nicht ansprechbar. Weil, wie gesagt, es war eine professionelle Herausforderung, aber natürlich auch eine emotionale. Und ich habe mich dann anschließend, als das Buch auf den Markt kam, habe ich mich gefragt, also wie gehe ich denn, wenn ich jetzt zu den 20. Juli-Leuten gehe, reißen die mir den Kopf ab? Nein,
Die haben mir überhaupt nicht den Kopf abgerissen, sondern sie haben das Buch ungeheuer begrüßt. Das war der eine Punkt. Und dann habe ich gedacht, meine Familie reißt mir den Kopf ab. Nichts dergleichen. Denn natürlich bin ich gefragt worden, hast du das vorher in der Familie rumgezeigt? Ich denke nicht dran, das vorher, sondern ich habe das geschrieben, so wie ich das wollte. Was heißt das für eine Zeit, in der kollektiv geschwiegen wird? Also kollektiv geschwiegen über eine ganze Zeit, wie nach dem Weltkrieg ja nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Familien geschehen. Naja, es ist sicher so. Und insofern sind solche Projekte und solche Recherchen, wie Sie sie betrieben haben, für Ihre Familie natürlich sehr, sehr wichtig, weil doch die individuellen Erinnerungen, die Möglichkeit individueller Erinnerungen, zum Beispiel an kollektive Katastrophen wie den Holocaust oder den Zweiten Weltkrieg, doch auch davon abhängen, ob es einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, ob es in der Gesellschaft eine Erinnerungskultur gibt, die überhaupt solche individuellen Erinnerungen unterstützt. Das ist ja das Problem von Menschen mit Traumaerfahrungen, das hatten Sie ja schon angesprochen, dieses Gefühl der Vereinzelung, des Nicht-Teilen-Könnens, des Risses in der Intersubjektivität, in der Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen. Und da ist es eben wichtig, gerade in der Auseinandersetzung mit solchen kollektiven Katastrophenereignissen, dass es eine Erinnerungskultur gibt, und da gehören solche Aufarbeitungen eben dazu. Die leisten eine Zeitzeugenschaft, die eine Kultur der Erinnerung fördert, in der dann auch andere sich auseinandersetzen können mit diesen Erfahrungen. Die Erinnerungskultur ist auch Ihr Thema, muss man sagen. Was wussten Sie über die Kriegserlebnisse Ihrer Mutter? Eigentlich nicht so viel. Ich war auch nicht so viel davon interessiert und sie sprach nichts davon. War das so ähnlich, wie Frau Bruns es beschrieben hat? Da kommt dann Schmerz und da will man als Kind dann nicht noch weiter? Oder nein, wie war das? Ich möchte nicht, dass meine Mutter weinte. Mhm. Wenn sie über ihre Kindheit sprach, dann war die Himmel blau. Sie kam von den blauen Ländchen, Hinterpommern. Und nein, das war ganz schwer, und ich bin auch aufgewachsen mit meinen Großeltern und sie sprach niemals über ihre Heimat. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie auf eine schmerzliche Art verbunden sind mit den Erinnerungen Ihrer Mutter? Ja, als wir nach Deutschland fuhren oder wenn ich oder meine Geschwister etwas fragte, dann könnte sie erzählen bis zum 13. März 1945. Dann kam nichts mehr. Genau bis zu diesem Datum? Ja, wenn die Russen da kamen. Und was hat das dann in Ihnen ausgelöst? Also wann haben Sie gemerkt, Sie sind mit diesen Erinnerungen, an die Sie von Ihrer Mutter nicht ranbringen können, Sie sind damit aber verbunden, es löst auch was in Ihnen aus? Ja, ich sah, dass sie nicht wohlfühlte. Mhm. Aber dann war es auch ganz komisch für mich. Mhm. Ich fühlte auch, dass ich nicht wohlfühlte. Ich fühlte, als ob ich eine Geschichte in meinem Körper hatte. Und dass ich keine Wörter dazu habe. Ich möchte erwachsen sein, ich möchte bewusst sein. Und was mich einflusst, möchte ich mit Wörtern bekleiden. Also hatten Sie das Gefühl, dass diese Sprachlosigkeit und das Trauma Ihrer Mutter quasi an Sie weitergegeben wurde? Gibt es sowas? Ja, es gibt einen ganz interessanten Roman von Orteil, Die Erfindung des Lebens. Mhm. Und da wird eigentlich diese Geschichte wird beschrieben. Das ist die Geschichte der Ich-Erzähler erzählt die Geschichte seiner Kindheit, die dadurch geprägt war, dass er die ersten fünf Jahre seines Lebens verstummt war, also die Sprache nicht erlernt hat. Und im Laufe dieses Romans wird dann deutlich, dass es verknüpft ist mit der Traumatisierung des Mutters, auch der Mutter durch Kriegsereignisse. Und das ist eigentlich eine sehr plastische Darstellung dieser Verstummung in der Folge von einer transgenerationalen Weitergabe von Traumatisierung. Ich habe dazu eine Frage. Sind es dann sozusagen innere Bilder, über die die Neurologie auch spricht? Also neuronale Vernetzungen, die übertragen werden? Wie kann man das erklären? Das muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Also es muss ja irgendeine Erklärung dafür geben. Also wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, insbesondere der Bindungstheorie, da inzwischen relativ genau, wie die Interaktionen
aussehen, in denen die Bindungsperson, also die Mutter oder der Vater, in solchen Trauma-States, nennen wir das, also in Zuständen, wo sie okkupiert sind mit Erinnerungen an traumatische Erfahrungen, dass in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern, Säuglingen, Kindern kommunizieren, das weitergeben. Und man kann das dann schon bei kleinen Kindern auch beobachten, dass an bestimmten Verhaltensveränderungen wie Einfrieren oder Erstarren, dass solche traumatischen Zustände sozusagen wie von der Elterngeneration an die nächste Generation weitergegeben werden. Das lässt sich auch gut empirisch. Geht das sogar über mehrere Generationen? Ja, also aus empirischen Untersuchungen wissen wir es von einer Generation auf die nächste. Aus klinischen Beobachtungen würde ich sagen, ja, in jedem Fall. Hatten Sie Sorge, dass Sie das auch an Kinder, an Ihre Kinder weitergeben? Ja, habe ich. Es war ungefähr, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und wenn man ein gutes Verhältnis hat und man möchte es weitergehen, ob man dann ein Gefühl hat, dass es ist etwas da und ich weiß nicht. Das war, ob wir ein schwarzes Loch da haben und wir müssen dann herumgehen, jedes Mal herumgehen. Und das nimmt auch viel Energie. Und dann kann man nicht weiter gucken oder nach vorne gucken. Dann muss man, oder ich war ja auch Journalist und ich dachte, ich muss dann ein bisschen Licht da drin haben. Und wie haben Sie sich dann, Sie wussten, Ihre Mutter wollte darüber aber nicht reden. Sie haben aber gemerkt, Sie kommen da nicht weiter. Das zieht Ihnen Energie weg, das tut Ihnen überhaupt nicht gut. Wie haben Sie sich ihr dann genähert? Wie haben Sie versucht, dann doch an die Erinnerung zu kommen? Ich versuchte und meine Mutter gab auch bisschen Bilder, wir können auf die Nachrichten sehen von Balkan, das Krieg in Balkan und die Frauen waren da vergewaltigt. Mhm. Und dann können sie sagen, ja, ich weiß, wie sie es hat. Und ein Sohn kann nicht mit seiner Mutter sprechen. Nicht über Vergewaltigung? Nein, das ist ganz schwer. Dann habe ich so eine Journalistkollegin, eine Frau, und sie hat mit meiner Mutter gesprochen und dann habe ich das Tonband gekriegt und ich bin so ausgegangen und gehört. Aber dann war es ganz komisch. Dann habe ich ein Gefühl, ich muss zusammen mit meiner Mutter sitzen und wir müssen es zusammen hören. Können Sie das nachvollziehen? Weil das was von Eindringen hat wahrscheinlich. Ne? So ja, ich würde das für eine Grenzüberschreitung halten. Ja. Also ich habe mich nie versucht gefühlt, tatsächlich meine Mutter zu zwingen, über etwas zu reden, von dem ich wusste, dass es schwierig ist für sie. Ich wusste damals noch nicht, dass ich so viel Material haben würde. Denn wie gesagt, diese Familie hat einen Schreibzwang und es gibt nichts, was sie nicht aufgeschrieben haben. Was es für Essen gab, wenn Gäste da waren und welche Bücher sie gerade gelesen hat. Und alles wurde irgendwie aufgeschrieben. Und zwar nicht nur von ihr, sondern von den anderen Familienmitgliedern auch. Und wenn ich jetzt dazwischen gegangen wäre, dann, ja, ich hätte sie verstört. Und Sie wollten Ihre Mutter ja auch nicht verstören. Deswegen haben Sie das dann mit ihr zusammengehört. Wie war das dann, als Sie dann zu ihr gegangen sind? Das war, dann habe ich alle Kraft aus diesen Play-Dinge gedrückt. Da sitzen wir. Aber es gab eigentlich drei Ursachen, weil ich nicht ein Buch schreiben möchte. Meine Mutter war alt, sie hatte ein gutes Leben. Sie war vielmal verwaltigt und obwohl heute eine Frau vergewaltigt ist, ist oft die erste Denke, wie soll ich es machen, sodass niemand weiß, was passiert ist. Das hat etwas so mit, was du auch gesagt hast, mit Shame. Ja. Und das war auch so, es war so ein Verbund, glaube ich, zwischen meinem Vater und meiner Mutter, dass man nichts sagen. Aber dann hatte ich dieses Gefühl und ich wusste nicht, wie diese Geschichte, was wurde passiert. Aber ich hätte dann eine Denke auf meine Kinder. Sie, wenn sie das wissen möchtest, dann soll sie das haben. Und deshalb habe ich dann ein Buch geschrieben und für meine Mutter und mich war es eine große Befreiung. Und ich kriege oft
von Menschen, die das Buch haben möchtest, dann ist es oft jüngere Menschen, sie möchten es zu ihren Eltern geben, sodass die Eltern ein bisschen sagt. Und ältere Menschen möchten es zu jüngeren Menschen geben, sodass sie etwas fragen. Aber das Paradox ist, dass ich eigentlich möchte, bitte Mutter, erzähl mal, was ich nicht wissen will. So, das ist auch ganz schwer, weil ich ja nicht wissen will, was passiert ist. Aber ich musste das. Und Sie haben gesagt, für Ihre Mutter war das eine Befreiung. Sie sind ja dann irgendwann auch rausgegangen. Sie haben daraus auch ein Buch gemacht. Mhm. Dann haben Sie das ja auch vorgestellt. Wie ist das dann gewesen? Also nicht nur diese sehr intime Erinnerung mit Ihnen zu teilen, sondern auch mit der Öffentlichkeit. Mhm. Wie war das? Sie hatte so viel Angst. Und ich war beschwert. Ich glaube, ich bin nicht nett zu meiner Mutter. Aber für sie war es auch eine Befreiung. Sie ist 89 Jahre. Wir sind zusammen zu Lesungen gefahren. Und es war eine Befreiung. Aber das war wie Steine, dass man von ihrem Körper... Sie hat es... Und das ist ja so mit Erinnerungen. Erinnerungen, man kann ja nicht über Erinnerungen bestimmen. Vielleicht kann man das, aber ich könnte das nicht. Sie könnte es nicht vergessen. Sie möchte das vergessen, aber sie könnte das nicht. Aber wie wichtig das ist, dass für die Unterbrechung dieser transgenerationalen Weitergabe von solchen Traumageschichten das Erzählen und das Sprechen darüber ist. Und das insofern ist ganz richtig. Gut, auch schön, dass du sagst, das hast du auch für deine Kinder gemacht. Also hier eine Unterbrechung, indem man diese Erfahrung zur Sprache bringt. Also Sie haben Ihrer Mutter geholfen, die Worte zu finden und haben sie an uns jetzt weitergegeben. Ich glaube wirklich auch in Ihrem Sinne, danke auch von uns nochmal dafür. Erinnerungen sind was Zentrales in unserem Leben. Und für manche sind es ja sogar Lebensthemen. Aber sie spielen nicht nur in unserem Leben eine Rolle, sondern oft auch in Kriminalfällen, weil man sich da fragt, wie genau erinnern sich Menschen, Opfer, Täter oder Zeugen? Und können wir dieser Erinnerung überhaupt vertrauen? Es gibt eine Studie, die für sehr viel internationales Aufsehen gesorgt hat, von der London South Bank Universität, von einer Wissenschaftlerin. Und wir begrüßen Julia Shaw. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Ja, von uns allen. In dieser Studie kommen Sie zu dem Ergebnis, ich fasse es mal grob zusammen, Erinnerungen lassen sich manipulieren. Wie sind Sie zu diesem Ergebnis gekommen? Ja, also ich bin Erinnerungsforscherin und ich arbeite halt an der Uni. Und dort habe ich Menschen eingeredet, dass sie Straftaten begangen haben, die sie nie tatsächlich gemacht haben. Das heißt, ich habe Menschen Erinnerungen eingepflanzt über Sachen, die nie passiert sind. Aber wie ging das? Erklären Sie uns das. Ja, es ging dadurch, dass ich drei Stücke hatte, die stimmten. Ich hatte den echten Namen von dem besten Freund von meinen Probanden. Ich hatte die Heimatstadt. Und dann habe ich, sie wussten, dass ich ihre Eltern vorher kontaktiert hatten. Das waren Universitätsstudenten. Und durch diese drei echten Stücke konnte ich sie überzeugen, dass ich mehr wusste über ihr Leben als sie selbst. Und sie konnten das dann quasi über drei Sessions, über drei Interviews aufbauen und kreativ eine Fiktion, eine falsche Narrative darüber. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass man diese Erinnerung manipulieren kann, ist so ein gewisses Vertrauen, das Sie fassen? Absolut. Also man muss glauben, dass der Mensch, der einem gegenüber sitzt, der einem suggeriert, dass man selber hätte was gemacht, dass dieser Mensch tatsächlich etwas weiß, was man selber nicht weiß. Erklären Sie uns das noch mal ganz kurz konkret. Also wie genau waren denn die Erinnerungen, die Sie dann da gemeinsam erzeugt haben, die es überhaupt nicht geben konnte? Also 70% meiner Probanden haben sich daran erinnert, dass sie eine Straftat begangen haben mit Polizeikontakt, die nie passiert ist. Das waren bunt erklärte Erinnerungen, wo sie erzählt haben, dass sie etwas gestohlen haben, dass sie vielleicht jemanden geschlagen haben, mit einer Waffe attackiert hätten. Die Eltern wurden dann kontaktiert von der Polizei und es wurde bunt ausgemalt, warum das passiert ist, wer das Opfer war, was die Nachfolgen waren. Also es hörte sich an, als wenn es tatsächlich passiert wäre. Es war sehr komplex und sehr emotional. Warum macht man sowas?
Erinnerungen einpflanzen. Ja. Hat das zum Beispiel, man fragt sich ja immer, wozu Forschung, aber hat das zum Beispiel die Konsequenz, dass Polizisten genau überlegen müssen, wie sie im Verhör vorgehen? Genau, ja, aber das hat muss es. Man deswegen einen Menschen mit irgendwas belasten, was er gar nicht gemacht hat? Wurde diese Erinnerung denn auch wieder entfernt? Ja, also sie wurden auch, ja, die also Erinnerung sie wurde wieder entfernt. Es wurde natürlich auch alles ethisch zuerst von der Universität bestätigt, dass ich das machen durfte. Man muss sowas machen, um der Justiz zu zeigen, wie komplex und wie wahnsinnig echt falsche Erinnerungen aussehen können. Das heißt, der Mensch selber kann fest davon überzeugt werden, in ganz einfacher Manipulation. Also ein freundliches Verfahren mit suggerierten Details, mit Wiederholung und einfacher Vorstellung kann dazu führen, dass ein unschuldiger Mensch zu einer Straftat besteht. Da arbeitet etwas in Ihnen, ich sehe das. Ja, ich denke, das ist ein hoher Preis, den die zahlen. Oder ich meine, wussten die vorher, dass sie manipuliert werden? Oder irgendetwas konnten sie sich freiwillig dazu zur Verfügung stellen? Oder haben sie einfach Leute ausgeguckt und haben diese Erinnerung in sie hineingepflanzt? Wie war das? Es war, Probanden wussten, dass es um emotionale, verschüttete Kindheitserinnerungen ging. Mhm. Also sie wussten, dass es über Extremsituationen geredet wird. Es waren auch nur 60 Probanden insgesamt. Wie gesagt, bis jetzt war die Justiz nicht überzeugt, dass es tatsächlich zu solchen falschen Geständnissen kommen kann. Und man muss solche Forschung machen, um es wirklich beweisen zu können und zeigen zu können, so sieht das aus und das kann Ihnen auch passieren. Es hat sehr viel. Das ist doch wie im Gulag. Führen Sie das aus, was Sie damit meinen? Ja, ich meine damit, dass Sie natürlich also in ähnlichen Konzentrationslagern auch die Leute davon überzeugt haben, dass sie schuldig sind, selbst wenn sie das gar nicht sind. Also die Untersuchung von Frau Shaw hat zwei sehr wichtige Aspekte. Das eine ist der praktische Aspekt, auf den Sie ja auch schon hingewiesen haben, dass im forensischen Kontext die Frage, wie zuverlässig Erinnerungen sind, natürlich eine ganz große Rolle spielt. Also man kann jetzt vielleicht sagen, also in dem Zusammenhang ist das einfach sehr wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass bestimmte Fragetechniken, Befragungstechniken zu falschen Ergebnissen führen können, weil sie sozusagen Realitäten oder Erinnerungen supponieren, suggerieren und dass das eine große Gefahr ist. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, darauf noch mal hinzuweisen. Und ich glaube, in theoretischer Hinsicht ist es auch wichtig, klarzumachen, dass die Erinnerung eben nicht wie so eine Art Aufnahmegerät oder Kamera funktioniert, sondern ein ständiger Umbauprozess in unserem Gehirn ist, ein ständiges Konstruieren und Rekonstruieren. Und das ist ein Prozess, der sozial offen ist. Viele Erinnerungen werden sozial in gemeinsamen Gesprächen, Erzählungen und so weiter aufgebaut und konstituiert. Und deswegen diese Offenheit sozialen Einflüssen gegenüber ist konstitutiv für unsere Gedächtnisfunktion. Und das zeigt sich dort auch nochmal, dass sozusagen es relativ leicht ist, da Einflüsse auszuüben. Das eine ist ja die Frage, können wir unseren Erinnerungen trauen? Das andere ist die Frage, was tue ich denn, wenn ich mich an was Wichtiges überhaupt nicht erinnern kann? Wie zum Beispiel bei Ihnen, Herr Arzberger. Es gab einen Filmriss, es gab einen angeblichen Mordversuch, der Sie fast, und das vergegenwärtigen wir uns noch mal, zu einer langen Gefängnisstrafe gebracht hätte. Ein Spaziergang am Times Square, ein Bier an der Bar. Dann reißt Stefan Arzbergers Erinnerung ab. Gegen 4 Uhr früh zeigen ihn Aufnahmen von Überwachungskameras, schwankend und offenbar in weiblicher Begleitung im Hotelflur. Kurz darauf verlässt die fremde Person das Hotel, stiehlt Arzbergers iPad und seine Kreditkarten. Gegen 8 Uhr morgens schwankt Stefan Arzberger nackt über den Hotelflur, klopft an Türen und stürzt sich schließlich auf eine Frau. Er würgt sie, bis ihn ein Sicherheitsmann abhalten kann und die Polizei ruft. Er wird verhaftet und schließlich wegen versuchten Mordes angeklagt. Versetzen wir uns noch mal in diesen März letzten Jahres. Sie sind Berufsmusiker, Sie waren mit einem renommierten Kammerorchester in den USA auf Tournee. Wie lange sollte der Aufenthalt eigentlich dauern? Es war eine kurze Tournee, das war ein Streichquartett, das Leipziger Streichquartett. Und es waren 10 Tage geplant, davon glaube ich 7 Konzerte. Und das war so die vorletzte Station in New York. Wir hatten einen freien Tag. Und es war der 26. März. Ja. Welche Bilder kommen Ihnen da ins Gedächtnis?
Ach nein, ich bin ein bisschen überflutet mit New York-Bildern nach anderthalb Jahren. Also, es ist also alles nur New York natürlich. Ja. Und wie ging dieser Tag dann weiter? Bis wohin erinnern Sie sich, wenn Sie uns da noch mal teilhaben lassen? Es war ein ganz normaler Tag, den man als Musiker hat, wenn man einen freien Abend hat. Ich bin spazieren gegangen, habe mich ausgeruht, habe geübt, weil man sich mal ein bisschen vorbereiten muss auf die nächsten Tage. Immer so ein Üben in Advance, wie man so schön sagt. Ein normaler Abend. Abend gegessen, gelesen, noch mal ein bisschen die Stadt erkundet, noch ein Bier getrunken, so ein bisschen soziales Leben, weil als freischaffender Musiker ist man sehr oft auch allein und Hotels. Und Hotelzimmer sind nicht immer so schön, dass man da drin viel Zeit verbringen möchte. Also geht man lieber raus. Bisschen unter Leute. Genau. Und noch ein Spaziergang gemacht an der Hotelbar, noch ein Bier getrunken. Und dann war ich nicht müde, weil ich nachmittags lange geschlafen hatte. Und das habe ich schon so oft in meinem Leben gemacht, noch eine Stadt noch mal bei Nacht so ein bisschen zu entdecken, zu erkunden, und bin Richtung Times Square gelaufen. Und New York ist jetzt nicht keine gefährliche Stadt in dem Sinne, also man muss da wirklich keine Angst haben, wie andere Städte auch. Und nachts ist das alles ein ganz anderes Bild noch mal. Und so habe ich das gemacht. Und dann nach ungefähr einer Stunde ist alles vorbei und dann passiert das, was hier beschrieben wurde. Sie wachen am nächsten Morgen wieder auf in Ihrem Hotelbett mit Handschellen. Nein, nein, das Aufwachen ist nicht vielleicht zu oder mir. Kommen zu sich, sagen wir es so. Genau. So nackt auf dem Hotelbett sitzend mit Handschellen hinter dem Rücken, umringt von drei Police Officers, die nicht gerade zimperlich mit mir umgegangen sind. Und keine Ahnung, was passiert ist. Keine Ahnung. Wie war das dann? Wieso bin ich im falschen Film? Was ist hier? Oder ist das gerade ein Film? Wahrscheinlich, ja. Nee, das ist aber keine Ahnung. Ich dachte wirklich, das ist eine falsche Situation. Es muss eine Verwechslung vorliegen. Ich hatte keine Ahnung. Jetzt nochmal, das ist ja eine Extremsituation. Ich meine, man kann nichts miteinander vergleichen. Aber waren Sie auch in Panik oder haben Sie Angst gehabt? Waren Sie ungläubig? Wie war das in diesem Moment? Nein, das war alles neu. Das ist alles, was man noch nie in seinem Leben erlebt hat. Erlebt man ab diesem Moment, trackt das Gehirn, wie Sie vielleicht sagen würden, das alles Neue mit. Es gibt keine vergleichbare Situation. Sie erleben etwas, was sie eigentlich sonst nicht erleben würden. Und dann geht die Geschichte weiter. Und das ist schon ziemlich verrückt alles. Ja. Sie sind dann in Untersuchungshaft gekommen, in einem Stadtgefängnis in Chinatown. Sind dann dort erstmal entlassen worden gegen eine Kaution von, ich glaube, $100.000. Wie haben Sie, ich meine, das ist ja kein Pappenstiel, wie haben Sie die zusammengekriegt, diese 100.000? Also ich hatte die nicht einfach so auf dem Bankkonto rumliegen, sondern das waren die Agentin Erika Schupp in den Staaten, die das sofort gemacht hat, und dann natürlich meine Familie und Freunde, die zusammengelegt haben und die Kaution gestellt haben, relativ schnell. Und dann waren Sie wieder draußen und Sie konnten sich nicht erinnern. Sind Sie dann rausgegangen und haben versucht, Bilder zu finden, Erinnerungen zu finden, oder wie war das? Erstmal muss ich mal beschreiben, es gab ja keine Ahnung, warum und wieso ich jemand attackieren soll. Das liegt nicht in meiner Natur, das zu tun. Und das ist mir noch nie passiert. Und warum soll das plötzlich in New York in einem Hotel? Das ist die erste Frage, die man sich stellt. Die zweite, was kann dazu geführt haben, dass es vielleicht so weit gekommen ist? Und dann kommt es dazu, dass natürlich die Anwälte gefragt haben, was hast du gemacht vorher? Ich hatte ungefähr 10 Minuten Zeit, mit den Anwälten zu sprechen, während ich im Gefängnis saß. Was hast du gemacht? Was glaubst du, was passiert sein könnte? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, bei dieser ersten Anhörung für die Kaution betreffend, haben die um einen Drogentest gebeten, um einen Bluttest, der zweimal von dem Richter dort verweigert wurde. Also man hätte relativ auch schnell Klarheit, die sagen, das sounds like drugs. Ach ja, das ist vielleicht, habe ich vergessen, man vergisst auch Dinge schnell. Der mich verhaftende Officer hatte gesagt, for me it sounds like drugs oder like being drugged. Und das war der initiale Auslöser, in diese Richtung zu schauen, was eigentlich passiert sein könnte. Ohne diese Aussage zum Beispiel hätten wir vielleicht lange noch im Dunkeln gesucht, was es hätte eigentlich sein aber können. Aber nur um das mal zu kopieren, was da eigentlich passiert. Nun macht die Erinnerung offensichtlich keine Fotos wie ein Fotoapparat. Wie kann das zu so einem Filmriss überhaupt kommen? Naja, das menschliche Erinnerungsvermögen hängt natürlich auch von einer intakten Hirnfunktion ab, unter anderem. Es gibt viele Einflüsse auf die Erinnerung, aber die Grundlage ist eine intakte Hirnfunktion. Und das Gehirn kann natürlich auch durch Schädigungen, das wissen wir zum Beispiel durch Gehirnerschütterungen oder Hirnquetschungen, die können natürlich auch Amnesien nach sich ziehen, und zwar bestimmte Formen von Amnesien, die sogar vor das Traumaereignis zurückreichen, also sogenannte retrograde Amnesien. Also kurzum, es gibt organische Schädigungen des Gehirns, und es gibt natürlich auch das Gehirn oder die Gedächtnisfunktion ist auch von pharmakologischen Einflüssen abhängig. Und das weiß man, es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, die hier benutzt werden. Also diese berühmten K.O.-Tropfen, das ist also eine Vielfalt von Substanzen, die da verwendet werden. Liquid Ecstasy, andere Barbiturate, andere Gruppen, andere Substanzgruppen.
die man für so etwas benutzt. Aber noch mal jetzt konkret auch auf das, was da passiert ist. Sie sind ja mit der Prostituierten auf irgendeinem Weg zu ihrem Hotel und dann auch noch in ein Zimmer gekommen. Glauben Sie, dass Sie da schon nicht mehr ganz klar waren? Wie haben Sie diesen Weg gefunden? Wie erklären Sie sich das im Nachhinein? Ich habe wirklich keine Ahnung dazu. Alles, was ich über diese Nacht weiß und was ich herausgefunden habe oder wir herausgefunden haben, waren Puzzlestücke, die andere sozusagen aufgezeichnet haben, also Überwachungskameras, die Zeugenaussagen von dem, des Hotelflurs, wo ich an Türen geklopft haben muss und so weiter. Also ich selber habe davon nichts gewusst und alles, was ich weiß heute, habe ich lernen müssen. Und es gab ja dann das Opfer, das Ihnen vorgeworfen hat, es zu würgen. Auch dafür gibt es aber in dem Sinne keinen Beweis, da gibt es jetzt kein Videomaterial oder sowas. Nein, es wurde mir aber relativ deutlich gesagt, also man hat mich, das war ganz interessant, was die Frau Schor sagte, man hat mich versucht zu manipulieren, indem er mir gesagt hat, man hätte gesehen, dass es gäbe Videoaufzeichnungen, wie ich das tue. Und ich soll jetzt zugeben, ja, dass ich das gemacht habe. Und das wurde nachdrücklich, mit viel Nachdruck auch versucht zu machen. Und ich habe dann nur gesagt, I have no idea. Also Sie haben gar keine Erinnerung. Aber nach dem, was Sie sich an Puzzleteilen zusammengesetzt haben, würden Sie denn sagen, na ja, also diese 64-jährige Stewardess, die wird einen nackten Mann, der da irgendwie über den Flur läuft, wahrscheinlich jetzt nicht reinbitten oder wie auch immer. Irgendwas wird schon gelaufen sein, oder? Also irgendwas wird da passiert sein, an das Sie sich nicht erinnern. Oder was es muss etwas passiert sein. Ja. Also es muss irgendwas stattgefunden haben, möglicherweise in der Bar, wo ich gesessen habe. Und was ich heute über die Szene in New York auch weiß, oder über das Hotel oder über viele andere Dinge, die nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland stattfinden, das ist gang und gäbe, dass dieses Drugging unter jungen Leuten einfach gemacht wird. Und nicht nur, um vielleicht andere Dinge zu tun, die man nicht möchte, in sexueller Hinsicht, sondern auch einfach aus Beschaffungskriminalität. Wir möchten noch mal klar machen, welche Dimension das hatte, ohne das jetzt zu dramatisieren. Aber dass Sie sich da nicht erinnern konnten. Der Vorwurf stand im Raum, versuchter Mord, Körperverletzung, Strangulierung und Einbruch. Das waren ungefähr 25 Jahre Gefängnis, die Ihnen da gedroht haben. Es gab immer wieder Anhörungen in New York über ein Jahr. Welche Phasen haben Sie da durchlebt? In dem Bewusstsein, ich kann mich nicht erinnern, aber das ist der Vorwurf. Naja, viele Phasen durchlebt. Es gab 11 Anhörungen, immer so im Abstand von 6 bis teilweise 9 Wochen. Ja, die teilweise 1 Minute oder 2 Minuten gedauert haben. Manchmal haben sie auch ein bisschen länger gedauert, aber das war immer so ernüchternd, weil man ist da raus und hatte wieder so eine Periode von 9 Wochen vor sich, wo nichts passiert, also wo auch wirklich nichts passiert. Ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht für mich selber sorgen. Also ich hatte keine gültige Arbeitserlaubnis, kein gültiges Visum zur Zeit. Das habe ich übrigens immer noch nicht. Wovon haben Sie gelebt? Von der Unterstützung meiner Eltern und von Freunden. Ich durfte ja wirklich nichts tun. Wo übernachtet? Gott sei Dank bei Leuten, die mir ihre Türen aufgemacht haben. Lustigerweise auch, das meiste waren Frauen. Frauen auch, sagen wir, etwas älter als ich es bin. Also es gab da auch keine Angst und dafür bin ich unglaublich dankbar, denn ohne die Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Nee, nicht in New York. Wie groß war die Angst vor dem, was da vielleicht kommt? Ach, man gewöhnt sich an den Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man glaubt dann gar nicht mehr so richtig, blüht mir das jetzt wirklich, diese 25 Jahre oder nicht. Kein Tief, kein... Doch, das ja. Passiert dann schon. Wie sah das aus? Wie sah das Tief aus? Wenn man dann nach so einer etwas sinnlosen Anhörung wieder geht und das ist... Es ist November in New York, es wird dann alles noch grauer, als es eh schon ist. Und dann steht man dann doch schon mal auf einem Hausdach und denkt sich, das macht das alles keinen Sinn, hier weiterzumachen. Weil ich weiß nicht, wenn die so langsam reagieren, wie sie es bisher tun, und wenn es auch keine Möglichkeit gibt, für mich selber sorgen zu dürfen, und dann verfällt man in so ein, ich würde sagen, eine ziemlich schwere Depression. War das jetzt ein Bild, das Sie gebraucht haben, oder waren Sie wirklich auf dem Dach? Das war wirklich so, ja. Und was hat Sie dann gebracht, da wieder rausgezogen? Also was hat Sie dann abgehalten, zum Glück, diesen Schritt? Interessanterweise alles, was jeder von Ihnen auch schon mal angesprochen hat, und zwar ist es das Thema Eltern. Also für mich war es das Schlimmste, mir vorzustellen, dass meine Eltern mich überleben würden. Und das hat mich dann wirklich auch beim zweiten Mal davon abgehalten. Es hat mittlerweile eine Einigung gegeben. Wie sieht die aus? Es gibt 2 Verfahren. Das eine war ein Strafverfahren, das andere ist ein Zivilverfahren. Im Strafverfahren wurde ich von allen wesentlichen Anschuldigungen, die Sie gerade genannt hatten, freigesprochen. Ich musste mich im Gegenzug dazu für eine fahrlässige Körperverletzung bekennen. Ich habe aber nicht mal eine Strafe bekommen. Also auch das ist etwas alles, was man ein bisschen schwer verstehen kann. Wie ist das, so ein Schuldeingeständnis für etwas, an das man sich nicht erinnern kann? Ja, das ist ein bisschen grotesk. Aber wenn auf der anderen Seite 25 Jahre... eventuell auf der anderen Seite stehen, wenn man nicht weiß, wie ein Geschworenengericht in den USA agiert und gerade
Amerika oder die USA ist wirklich weit entfernt von Europa und auch die, das Denken und das Gebaren der, der Leute dort ist auch wirklich noch so weit entfernt von dem, wie wir vielleicht denken, viel aufgeklärter, viel fortschrittlicher. Dann hätte es durchaus sein können, dass 25 Jahre stehen, ja. Wenn Sie jetzt noch mal eine Bilanz ziehen, Sie sind ja jetzt wieder hier, aber das war ein Jahr in so einer Situation, sich nicht erinnern auf der einen Seite. Soll ich noch mal klopfen, Frau Buhns? Ja, das wird nicht. Komm, wir stutzen Sie noch mal ein bisschen hier. Nein, bleiben Sie hier. Also ein bisschen, nichts, was zum Leben gehört, ist uns fremd. Auch das Husten nicht. Also das ist gar kein Problem. Wir haben Getränke und ich kann klopfen. Also Sie sagen einfach Bescheid. Das Klopfen hilft nichts. Ne? Wenn Sie noch mal Bilanz ziehen, wie hat das jetzt Ihr Leben beeinflusst, privat und beruflich? Wo stehen Sie denn heute nach all dem? Da ist erstmal alles zusammengebrochen wie ein Kartenhaus, ganz klar. Und ich bin auch mit den wenigsten Erfahrungen in der Runde hier. Alles, was jetzt passiert an Aufarbeitung, das habe ich jetzt alles noch vor mir. Mhm. Das, was Sie schon viel gemacht haben und viel durchlebt haben, auch das wird alles noch auf mich zukommen. Ich weiß nicht, in welcher Heftigkeit, in welcher Dimension, aber auf alle Fälle wird das kommen. Und ja, erstmal alles zusammengebrochen. Auch privat? Also Sie hatten ja auch eine Beziehung? Oder? Ja, auch privat hat meine Ehe das nicht geschafft. Und die Ehe hat es nicht geklappt. Wir unterstützen Sie noch mal. Komm, einen Applaus jetzt mal für die Frau Buhns, die wir kennen. Meine Liebe, das macht überhaupt nichts. Gar kein Stress, wie gesagt. Das ist gar kein Problem. Also beruflich, die Ehe hatte Probleme und ist jetzt auseinander. Wie sieht es beruflich aus? Sie waren Berufsmusiker, ja, mit einer tollen Perspektive. Wie sieht das jetzt aus? Ich musste meine Mitgliedschaft im Streichquartett auch aufgeben, weil es gab keine Perspektive in den USA. Das musste ich im November letzten Jahres tun, weil wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, nicht weiß, wie lange das dauert und wie lange überhaupt die Prozesse dauern oder was alles passiert, musste ich eine Entscheidung treffen und wir mussten uns trennen, damit die Kollegen wenigstens weitermachen können. Man kann ja nicht ewig sozusagen eine Abhängigkeit aufbauen und sagen, ja, wir halten zu dir und ein Jahr und das hat nicht funktioniert und so haben wir uns im Guten getrennt. Und die Kollegen machen inzwischen weiter, aber ich konnte ja wirklich bis zum 29. Juni letztes Jahres überhaupt, oder diesen Jahres nichts sagen, wie es bei mir beruflich weitergeht. Und ich höre so ein bisschen raus, Sie sind noch lange nicht fertig damit, Sie sind jetzt erstmal langsam dabei, wieder im Leben hier anzukommen, oder? Ja, so langsam. Obwohl, so langsam ist es eigentlich gar nicht, eigentlich ist es mit doppelter Geschwindigkeit. Mhm. Wenn man so lange im Ausland war, unter diesen Umständen und Zuständen, muss ich natürlich jetzt alles auch ein bisschen beruflich auch nachholen. Das ist jetzt sehr intensiv, aber ich freue mich wahnsinnig über die Aufgabe in München und ich danke den Kollegen dort wirklich von Herzen, dass sie mir das ermöglichen. Das ist schon eine ganz, ganz große Sache. Und was machen Sie in München? Ich bin Geiger in einem Sinfonieorchester in München. Dann drücken wir in die Daumen für die nächsten Schritte, würde ich sagen. Danke. Herr Scheib. Wir haben heute schon einiges gehört über Menschen, die von Erinnerungen belastet werden. Was machen wir denn mit jemandem, den es belastet, dass er keine Erinnerung hat? Ja, das gibt Menschen, die unter, wir nennen das Amnesien, also unter der Schwierigkeit leiden, sich zu erinnern. Solche Amnesien können auch für weite Zeiträume des Lebens bestehen, zum Beispiel für mehrere Jahre der Kindheit. Es gibt Menschen, die sich an ihre Kindheit nicht erinnern können, sagen wir mal bis zum 8. oder 9. Lebensjahr. Die Macht der Erinnerung liegt da in gewisser Weise in der Ohnmacht der Erinnerung. Und nicht immer, aber diese Amnesien können natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben, aber doch nicht so selten sind geht es um Erfahrungen, die so schmerzlich sind, dass sie eben nicht erinnert werden wollen und können, weil es wie ein Zurückkehren an eine heiße Herdplatte ist. Und das wird sozusagen abgeschirmt durch die Unfähigkeit der Erinnerung. Es ging ja heute um die Erinnerung an die Entführung und was man daraus macht, an sexuellen Missbrauch, auch an die Aufarbeitung von Vergangenem in Familien, um den Erinnerungsverlust. Geht es immer wieder darum, das habe ich so ein bisschen rausgehört, diese Dinge einfach auch ins Leben reinzuholen, irgendwie positiv wieder ins Leben zu entwickeln? Ins Leben reinzuholen und, glaube ich, auch so, wie wir es hier heute Abend gehört haben, mit anderen teilen zu können, indem man sie erzählt, darüber spricht, sich austauscht.
hört, was andere darüber denken, wie andere diese Erfahrungen sehen. Und das wissen wir, darf ich hier vielleicht sagen, auch aus einem Projekt, was wir in Freiburg am Institut, Freiburg Institute for Advanced Studies durchführen konnten, in dem es um die erzählende Bewältigung von traumatischen Erfahrungen ging. Und indem wir nochmal gesehen haben, wie wichtig das ist, dass solche Versprachlichung solcher Erfahrungen möglich ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt viele psychologische Gründe, die dafür sprechen. Es werden sozusagen die Ereignisse nochmal aus einer Distanz heraus geordnet. Man kann nochmal die Perspektiven etwas überprüfen und eben natürlich, man teilt sie mit anderen Menschen, hört, wie die das sehen. Und der weitere Kontext eben auch das, was durch Ihre Arbeit auch, Frau Bunz, ja auch dokumentiert wird, sozusagen das Schaffen von Zeitzeugenschaft. Dann, wenn es eben um Traumaerfahrungen geht, die eingebettet sind in kollektive Katastrophen, dann ist diese Zeitzeugenschaft eben so wichtig. Man muss ja auch respektieren, dass es viele Menschen gibt, die nicht über ihre Erinnerungen sprechen kann. Meine Mutter hat 9 Geschwister und manche von sie hat auch diese traumatischen Erlebnisse und sie möchten und kann nicht darüber sprechen und das respektiere ich. Es gibt auch verschüttete Erinnerungen, die vielleicht zu Recht verschüttet sind und ganz die man wichtig, auch da lassen sollte. Und man darf es nicht erzwingen wollen, sondern es muss ein freiwilliger oder ein spontaner Prozess sein. Die Macht der Erinnerung. Vielen Dank an unsere Gäste von uns allen. Ja. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann geht es um Liebe. Der nächste bitte. Wenn Liebe austauschbar ist. Also bis zum nächsten Freitag. Wir freuen uns auf Sie in Ihrem Nachtcafé. Bis dann. Und nochmal danke. Tschüss.